Wir befinden uns jetzt in der Neuen Galerie Graz am Universalmuseum Joanneum in der Ausstellung über Wenceslav Richter, diesen kroatischen Architekten und Universalkünstler, so kann man eigentlich sagen, der von 1917 bis 2002 gelebt hat. Wir stehen hier neben einem seiner Objekte, das für Graz sehr wichtig war, denn es ist das Modell für die Trigon-Ausstellung 1967 zu dem Thema Ambiente, zu der er geladen war. Bei Trigon 1971 war Richter selbst in der Ausstellungsjury einer Architekturausstellung und hatte 1972, und das hat wirklich Bedeutung, in Graz in der Neuen Galerie überhaupt seine erste Retrospektivausstellung, auch innerhalb des Rahmens dieser Trigon-Ausstellungen. Man muss dazu vielleicht sagen, dass Trigon in dieser Zeit der Brennpunkt der bildkünstlerischen Avantgarde in Österreich war. Diese Ausstellungen wurden ausgehend von der Neuen Galerie organisiert, und zwar waren das sogenannte Dreiländer-Biennalen, die Künstler aus Italien, Jugoslawien und Österreich zusammenbrachten und hier ausstellten. Zu Richter selbst jetzt, zu der Ausstellung. Die Ausstellung wurde vom MSU in Zagreb, dem Museum zeitgenössischer Kunst, zusammengestellt zu seinem 100. Geburtstag im Vorjahr 2017. Die Kuratorin der Richtersammlung im MSU ist Vesna Mestric, und sie hat die Ausstellung in Zagreb kuratiert und auch die Ausstellung hier bei uns in der Neuen Galerie adaptiert. Richter hatte seine Ausbildung als Architekt gemacht in Zagreb, hat 1937 zu studieren begonnen, hat dieses Studium dann während des Zweiten Weltkrieges unterbrochen. Er war im antifaschistischen Widerstand aktiv und hat das Studium 1949 abgeschlossen, hatte bereits zu Ende des Studiums erste Aufträge, die vor allem Ausstellungsgestaltungen betroffen haben. Wichtig ist, dass für sein Denken das Bauhaus und der russische Konstruktivismus, also die Avantgarden der Zwischenkriegszeit, sehr bedeutend waren. Sein Denken war ein synthetisches, dieses Wort der Synthese taucht in seinen auch theoretischen Schriften immer wieder auf, denn er wollte von der Architektur kommend die bildenden Künste und das Design, die angewandte Kunst, verbinden zu Gesamtgestaltungen, und diese Gesamtgestaltungen waren gedacht nicht so sehr als persönlicher Ausdruck einer individuellen Künstlerpersönlichkeit, sondern um die Gesellschaft, unsere ganze Umwelt zu gestalten. Sein Werk jetzt oszilliert zwischen den verschiedenen Medien. Er hat als Architekt gearbeitet, hat Pavillons, Ausstellungen gestaltet, aber er hat architektonische Strukturen auch versucht, in der Skulptur auszuprobieren, zu erforschen. So sind seine beweglichen Skulpturen, wie zum Beispiel Reliefmeter oder dann auch die fixierten Skulpturen der Systemplastik, entstanden. Zuletzt möchte ich noch erwähnen, sein großes Projekt des Synturbanismus, das heißt, es wäre eine synthetische Stadtplanung gewesen, ein großes, visionäres Urbanismusprojekt, wo er die Stadt der Zukunft geplant und detailliert auch ausgeführt hat.